Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Aaron. Im heutigen Video soll es um meine Bücherliste Teil 2 gehen. Bevor ich jetzt mit den Büchern 13 bis 24 beginne, möchte ich noch schnell auf zwei Fragen eingehen, die unter dem letzten Video des Öfteren mal gestellt worden sind. Und Frage Nummer 1 war, warum liest du so wenig Finanzliteratur? Du kannst doch viel mehr Bücher über Finanzen, Aktien, Dividenden, finanzielle Freiheit und so weiter und so fort lesen und dann vorstellen. Das ist richtig, dass ich da relativ wenig lese. Das liegt einfach daran, dass ich das Gefühl habe, dass es irgendwie immer das Gleiche ist. Also, dass es immer nur so ein Wiederkauen ist. Und für mich sind die Bücher dahingehend in der Regel nicht so doll spannend, sage ich mal, und es macht mir nicht so viel Freude, die zu lesen. Also klar, ich lese schon mal das eine oder andere und nehme auch immer wieder ein kleines bisschen was anderes mit, weil es mit anderen Worten verpackt ist irgendwie, aber alles in allem lese ich die Bücher aktuell nicht mehr so gerne, ganz einfach, weil ich das Gefühl habe, ein gewisses Grundverständnis zu haben und die meisten Dinge, so die Grundlagen davon sind nun mal einfach keine Raketenwissenschaft, wo man 20 Bücher zu lesen muss. Da reicht meistens auch eine Handvoll schon ganz gut aus. Und die Frage Nummer 2 war, du liest relativ viel zum Sozialismus. Wie kommt das? Das liegt einfach daran, dass ich öfter mal Diskussionen führe, vielleicht sage ich so, öfter mal Diskussionen führe zu diesen Themen Sozialismus, Kapitalismus und so weiter. Und diese Diskussionen sind in der Regel oder werden sehr häufig sehr emotional ausgefochten und für meine Begriffe wenig rational mit wenig Argumenten untermauert. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass ich wirklich ein fundiertes Wissen habe über diese Themen, damit man dann in Diskussionen auch rational argumentieren kann und wirklich mit Argumenten dagegenhalten kann, wenn mal wieder der Sozialismus propagiert wird. Das ist einfach so der Grund. Ich glaube, um wirklich argumentieren zu können, braucht man einfach ein tieferes Wissen und ein tieferes Verständnis. Und gerade der Kanal heißt Homo Economicus und ich glaube, ich polarisiere schon in vielen Punkten, weil wenn es um dieses Thema geht, da ist es wirklich wichtig, dass ich ein fundiertes Wissen habe und deswegen lese ich diese Bücher aber alles in allem auch sehr, sehr gerne und kann da oft sehr viele neue Anhalt oder Punkte mitnehmen. So, lange genug vorgeplänkelt, jetzt fangen wir an mit dem zweiten Teil der Bücher, also Nummer 13 bis 24. Beginnen wir mit dem ersten Buch. Das erste Buch war Losing My Virginity von Richard Branson. Das ist die Autobiografie, das hat sicherlich die meisten auch schon mal gehört. Das heißt, es geht letztendlich darum, wie er sein Imperium aufgebaut hat. Die Virgin Group mit heute, glaube ich, 20 Milliarden Dollar Umsatz. Das ist ein gigantischer Konzern quasi oder ein gigantisches Firmengeflecht, was er aufgebaut hat. Ist auf jeden Fall sehr spannend gewesen, das Buch zu lesen. Ich merke heute, als ich mich fürs Video vorbereitet habe, dass ich es wahrscheinlich nochmal lesen muss, dass ich nicht so viel mitgenommen habe, muss ich zugeben. Für mich war das immer so ein bisschen so ein Auf und Ab und es war beeindruckend zu sehen, wie vielfältig er eigentlich ist oder das ist eigentlich eine Sache, die ich aus fast jeder Autobiografie mitnehmen konnte, die ich dieses Jahr gelesen habe oder aus jeder Biografie, sei es ein Elon Musk oder ein Richard Branson, dass die ganz vielseitig interessiert sind und ich erinnere mich an eine Geschichte aus dem Buch, wo er, ich glaube es war gleich der Anfang, dass er mit einem Heißluftballon beinahe abgestürzt ist und es war ganz knapp, dass er eigentlich war es schon vorbei, er quasi, okay, sind abgestürzt und das wäre der sichere Tod gewesen. Und es ist dann, hat dann doch noch geklappt. Also es ist wirklich so eine Achterbahnfahrt gewesen. Und dass die viele von diesen großen Unternehmern, sag ich mal, oft auch zum Beispiel sportlich interessiert sind sehr und halt oft irgendwie ganz verrückte Hobbys haben alles in allem. Aber ja, alles in allem muss ich auf jeden Fall nochmal lesen. Ist alles in allem ein gutes Buch gewesen, wo ich jetzt aber nicht sagen würde, es hat mich umgehauen oder sowas. So, Buch Nummer 2 bzw. Buch Nummer 14 war Digni-Geld von Professor Christian Rieck. Da haben sicherlich die meisten schon einige Videos von gesehen. Und zwar geht es um das Einkommen in Zeiten der Roboter. Also neues Geld für eine neue Zeit. Das hört man ja sehr, sehr häufig in Talkshows von so dem einem oder anderen berühmten Philosophen in Deutschland, dass wir ein bedingungsloses Grundeinkommen brauchen, ganz einfach, weil irgendwann der Zeitpunkt eintreten wird, dass wir quasi keine menschliche Arbeit mehr benötigen und alles von Maschinen übernommen werden soll und wovon sollen die Menschen leben und deswegen brauchen wir jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen. Mit dieser Aussage mit dieser Theorie geht er hier relativ hart ins Feld und er erklärt quasi, warum das nicht funktioniert, warum das nicht funktionieren kann und er gibt aber auch eine Alternative vor und das ist das sogenannte Digni-Geld.
Und da muss man dann ein kleines bisschen besser verstehen, wie Geld eigentlich funktioniert. Und das erklärt Professor Rieke erstmal sehr gut im Buch, ist sehr anschaulich erklärt, sind sehr schöne Beschreibungen, sehr schöne Geschichten immer, woran man das, auch wenn man keinen ökonomischen Hintergrund hat, die Sachen sehr gut nachvollziehen kann. Und eigentlich ist die Überlegung des Digni-Gelds, ich versuche es mal so ganz einfach zusammenzufassen, sehr stark vereinfacht, sag ich mal, dass Geld einfach nicht mehr wie klassisches Geld heute ist, sondern dass Geld mehr, muss man sich vorstellen, wie so eine Art großer Fonds ist, wo alle Unternehmen der Welt drin ist. Also so könntest du vielleicht vorstellen mit einem MSCI World und du bezahlst nicht mehr mit Euro, sondern du bezahlst halt mit deinem MSCI World. Und du kaufst halt im Laden ein nicht mehr mit Euro, sondern du bezahlst halt mit Anteilen an einem MSCI World. Das heißt, das Geld, was du zur Verfügung hast, arbeitet automatisch für dich. Und was das für Vorteile hat und warum das eine Lösung sein könnte für diese Zeit, ist im Buch wirklich sehr, sehr gut beschrieben. Ich stimme nicht mit allen Punkten überein, aber alles in allem finde ich es wirklich ein gutes Buch, was man definitiv mal lesen sollte, gerade wenn man diese Theorien des bedingungslosen Grundeinkommens vielleicht ein bisschen anhängt, beziehungsweise auch Argumente vielleicht dagegen haben möchte. Dann Buch Nummer 15 war ein Buch, da saß ich ewig dran in diesem Jahr. Das ist gewesen Der Weg zur Knechtschaft von Friedrich August von Hayek. Hayek ist Wirtschaftsnobelpreisträger und ist heute ja ein bisschen, ja, wird fast so ein bisschen in die rechte Ecke gestoßen. Zum Beispiel die Friedrich-Naumann-Stiftung warnt heute, also die Stiftung der FDP warnt heute vor den Schriften von Hayek, aber zum Beispiel auch vor den Schriften von Mises und so weiter und so fort. Also das muss nichts heißen. Und Hayek hat ja so ein paar Grundthesen aufgestellt und erklärt die dann hier in dem Buch Der Weg zur Knechtschaft. Also Grundthesen sind zum Beispiel, jede Planwirtschaft hat immer in sich eine Tendenz zum Totalitarismus, zum totalen Staat, zum Überwachungsstaat, sag ich mal. Es gibt keinen Mittelweg zwischen Sozialismus und Marktwirtschaft, kann nicht funktionieren und Planwirtschaft und Demokratie können niemals zusammengehen. Das sind natürlich Thesen, die man in Deutschland so gar nicht hören möchte und wenn ich an das Anfang des Videos denke, genau, da wird halt sehr emotional agiert, dass natürlich funktioniert das und wir zeigen das doch und so weiter, soziale Marktwirtschaft und so weiter und so fort. Und das ist dann oft sehr emotional, dieses Thema. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man auch solche Bücher mal liest und dann wirklich versteht, was Hayek damit gemeint hat. Also Hayek setzt sich unfassbar für die individuelle Freiheit ein. Aber Hayek ist nicht so jemand, der sagt, ja, es darf keine Regeln geben, wir brauchen einen Laissez-faire-Kapitalismus, wir brauchen keinen Staat oder sowas, ganz und gar nicht. Das sagt Hayek nicht. Hayek sagt, er versucht, den Mensch so zu sehen, wie er ist. Und der Mensch ist gütig, der Mensch will Nächstenliebe geben, aber der Mensch ist natürlich auch gierig, ohne Frage. Und das sind Dinge, ohne einen Staat, ohne einen Richter würde das Ganze aus den Fugen geraten. Und deswegen ist für Hayek auf der einen Seite ein freier Wettbewerb unfassbar wichtig, aber dieser freie Wettbewerb muss gewissen Regeln unterliegen. Und dafür ist der Staat da. Der Staat darf nicht mitspielen bei diesem Spiel, aber er muss die Regeln aufstellen. Das heißt, es muss klare Gesetze geben, wie dieser freie Wettbewerb geregelt ist. Das heißt, der Staat ist dafür da und den brauchen wir in einer freien Marktwirtschaft, um die Rahmenbedingungen festzulegen, innerhalb derer gewirtschaftet und gelebt werden kann. Und gleichzeitig fand ich es überaus spannend, auch eine Sache, die man ja gerne den Topokapitalisten vorwirft und den Kapitalisten vorwirft, das ist das Schlimmste, der Kapitalismus wäre das Schlimmste für die Armen und Schwachen. Und Hayek erklärt eigentlich, warum das nicht der Fall ist. Und Hayek, und das ist es, setzt sich sogar für staatliche soziale Sicherungssysteme ein. Zwar in sehr begrenzter Form, aber Hayek erklärt sehr gut, warum nicht etwa sozialistische Strömungen oder halbsozialistische Wohlfahrtsstaaten das Beste für den schwächeren Teil der Gesellschaft sind, sondern warum es der freie Markt, warum der Kapitalismus in Wahrheit die beste Form ist, die beste Form für die breite Masse ist und insbesondere für die Schwachen ist. Von daher, ein Buch kann ich empfehlen, ist relativ trocken, aber wer sich wirklich fundamental oder wer sich wirklich auch theoretisch mal ein bisschen damit auseinandersetzen möchte, für den ist das ein wirklich Bombenbuch, ist aber ziemlich teuer. Ich glaube, kostet 40 Euro oder 50 Euro oder sowas. Selbst die Kindle-Version ist ziemlich teuer. Dann Buch Nummer 16 war das Buch von Frank Thelen. Da habe ich ein extra Video zu gemacht. Zehnfach DNA, das Mindset der Zukunft.
Das fängt erstmal an, dass es darum geht, ja, den Unterschied so ein bisschen, wo stehen die drei großen Machtblöcke heute digital, also die USA, China und die EU. Und das ist schon ziemlich gruselig, wenn man sich das durchliest. Erstmal war ich selber sehr positiv überrascht, wie extrem digital China schon ist und dass die eigentlich selbst in vielen Teilen die USA bereits hinter sich gelassen haben, ist sehr faszinierend und dann im Gegensatz dazu Europa und die EU zu sehen und ja auch sich selber irgendwie zu sehen, wie digital man selber ist, das war schon sehr erdrückend, würde ich sagen. Und dann ist es eher, dieses Buch eher so eine Art, wie könnte die Zukunft aussehen? Und da geht er einfach auf verschiedene Bereiche ein, zum Beispiel, wie wird Wohnen in Zukunft aussehen? Bezahlen, einkaufen, arbeiten, was für Lebensmittel werden wir noch essen? Allerdings ist das Buch nicht so. Also das Buch sagt auf der einen Seite, okay, wie ist der aktuelle Stand der Technik oder der aktuelle Stand der Digitalisierung, aber dann wird gleichzeitig auch so ein bisschen nach vorne gegriffen und es ist fast mehr so eine Vision, wie es sein könnte. Und ja, fand ich ein tolles Buch, würde ich bei weitem nicht alles so unterschreiben, aber so ein bisschen zur, vielleicht um eine Zukunftsvision zu bekommen, wer sich auch nicht vorstellen kann, was Digitalisierung alles auch im Positiven bedeuten kann. Nicht nur, dass Arbeitsplätze wegfallen, was ja in Deutschland immer das ist, wenn man über Digitalisierung spricht, das ist eigentlich immer sehr negativ besetzt, weil dann kommen die ganzen Roboter und klauen uns die Arbeitsplätze, sondern dass man das auch vielleicht ein bisschen positiver assoziieren kann. Und gerade wenn man an das andere Buch noch denkt, dieses Digni-Geld, ist ein gutes Buch gewesen, ist auch relativ leicht zu lesen. Dann Buch Nummer 17 war der Corona-Schock von Professor Sinn, von Hans-Werner Sinn, wie die Wirtschaft überlebt. Ist quasi die Einschätzung von Professor Sinn zur aktuellen wirtschaftlichen Situation und dann den Folgen aus dem jetzigen Corona-Crash, aus dem Corona-Schock. Und das ist schon ziemlich spannend, das mal eingeschätzt zu hören. Und vor allem Herr Professor Sinn bringt natürlich als ehemaliger Präsident des IFO-Instituts, bringt unfassbar viele Daten und Statistiken und so weiter mit. Und es geht im ersten Teil quasi auch so ein bisschen darum, wie man in den vergangenen Krisen damit umgegangen ist und wie einzelne Staaten, es geht natürlich insbesondere um die Eurozone, wie die einzelnen Staaten mit der Eurozone umgegangen sind. Und da ist es zum Beispiel sehr, sehr spannend für mich gewesen, dass er herausgearbeitet hat und dann auch dargestellt hat, dass zum Beispiel Italien, Frankreich und Spanien in großen Teilen der Wirtschaft nie wieder auf das Niveau von vor der Finanzkrise von 2007 gekommen sind und die wirklich relevanten Bereiche, die Bereiche des zum Beispiel verarbeitenden Gewerbe, Industrie etc., liegen heute alle unterhalb von 2007 und insbesondere Schlusslicht ist da Italien und wie übel es eigentlich um die italienische Wirtschaft aussieht, weil die ist eigentlich, ich glaube, das waren 25% waren die im Jahr 2019 unter dem Jahr 2007 und jetzt durch Corona nochmal im Keller bis zum geht nicht mehr. Also wie übel es da eigentlich aussieht. Und dann spricht er natürlich auch über die Möglichkeiten, die es gibt, das Ganze jetzt, dass man es halt übersteht, dass die Wirtschaft nicht komplett vor die Wand gefahren wird, sag ich mal. Und er spricht da auch sehr über Eurobonds und so weiter. Als das Buch geschrieben wurde, es gab es die noch nicht. Jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir de facto das Horrorszenario, was er hier zeichnet. Oder als eine der Möglichkeiten. Er ist teilweise sehr kritisch. Er ist wirklich, ich glaube, das ist auch eine spannende Sache, dass Professor Sinn jetzt ja nicht mehr aktiv ist, sondern jetzt quasi auf Tournee ist und so weiter, dass er jetzt, glaube ich, manchmal Sachen von sich gibt, die er wahrscheinlich als IFO-Präsident nicht von sich geben konnte, dass er wirklich teilweise sehr hart ins Gericht geht mit vielen Maßnahmen, die so über die vergangenen Jahre getroffen worden sind. Und er spricht halt auch davon, aus den Konsequenzen, was diese Euro- oder Corona-Bonds, wie wir sie heute schön tarnen, was das für Folgen sind und was das für eine langfristige Belastung für die Eurozone sein wird, insbesondere für folgende Generationen. Also ist ein Buch, kann ich definitiv empfehlen und gerade mit dem heutigen Wissen mit zweitem Lockdown etc. Hat das Buch eigentlich nochmal enorm an Aktualität gewonnen. Ja, ich glaube, so ist das Wort. Kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen, dieses Buch auch zu lesen. Dann Buch Nummer 18. ist ein eher kurzes Buch gewesen, möchte ich aber gern drauf eingehen, weil es mir sehr viel gegeben hat in diesem Jahr. Und zwar ist es das zweite Buch von Professor Rieck, der mit dem gleichnamigen YouTube-Channel. Und zwar die 36 Strategien, mit der Krise Erfolg haben, wenn andere scheitern. Das Buch erinnert sehr, sehr stark oder es lehnt daran an, ich glaube, die Kunst des Krieges, also an diese alten Weisheiten, an diese Strategeme aus dem alten China.
Und hier wird halt sehr stark auf die aktuelle Corona-Krise sich bezogen. Das heißt, die Maßnahmen der Bundesregierung, wie die Bevölkerung sich verhalten hat und so weiter und so fort, wie man grundsätzlich umgeht mit dieser Krise, werden quasi aus spieltheoretischer Sicht nochmal beleuchtet. Wer die Bücher von oder die Videos von Professor Rieck kennt auf YouTube, hat er ja sehr viele Videos jetzt zum Beispiel zu den Themen Impfungen oder ja, was bringen eigentlich diese Maßnahmen einer der Regierungen? Was hat das wirklich für einen Einfluss auf Verläufe von Zahlen und also von den Infektionszahlen und so weiter? Wer diese Videos sehr gern guckt, dem sind auf jeden Fall dieses Buch empfohlen. Da geht er nochmal deutlich intensiver drauf ein und auch, ja, auch teilweise sehr hart ins Gericht. Ja, und es gibt einige Strategeme, die haben mich dann besonders angesprochen. Und zwar geht es da darum, warum gehören die einen in dieser Krise zu den Gewinnern und die anderen nicht, teilweise innerhalb einer Branche. Warum wird der eine ein Gewinner und warum der andere ein Verlierer? Und hat das anhand von vergangenen Krisen dargestellt. Das ist auch für mich ein sehr guter Teil gewesen, weil ich da sehr lange, ich weiß, wir saßen da sehr lange als Paar dran, haben dieses Kapitel auch nochmal zusammengelesen und haben dann darüber gesprochen, okay, wie können wir dafür sorgen, dass wir aus dieser Krise als Gewinner hervorgehen und nicht etwa als Verlierer. Von daher definitiv auch ein sehr, sehr gutes Buch. Ist, glaube ich, bei Kindle sogar kostenlos verfügbar. Dann das Buch Nummer 19, ist ebenfalls wieder nicht ganz so langes Buch gewesen und ist mal ein Finanzbuch gewesen. Und zwar Der Weg zum Reichtum von einem sehr berühmten Autor, und zwar von Benjamin Franklin höchstpersönlich. Ja, Benjamin Franklin hat Bücher geschrieben, hat viele Vorträge gehalten und einige Vorträge und ich glaube einige Abschriften, die er quasi gehalten hat, sind in diesem Buch zusammengefasst worden. Und zwar letztendlich kann man es zusammenfassen, ja, lebe sparsam, investiere, lebe unter deinen Möglichkeiten, bilde dich viel. Und das sind die Dinge, die Benjamin Franklin den Amerikanern immer wieder mitgegeben hat, immer wieder. Leb sparsam, investiere in die Zukunft, leb unter deinen Möglichkeiten. Und ich bin auf das Buch gekommen, weil Warren Buffett das mal erwähnt hat, so mehr oder weniger am Rande. Da ging es irgendwie um den Konsum von vielen Menschen und dass viele Menschen eben nicht sparen. Und Warren Buffett hat so sinngemäß gesagt, dass Amerika heute nicht dort wäre, wo es steht, wenn diese Menschen oder wenn Amerika so leben würde, sondern man die Werte, die eigentlich amerikanischen Werte, die Gründerväter mitgegeben haben, sind ganz, ganz andere. Und daraufhin habe ich mich dann ein bisschen mit den Gründervätern und mit der Anfangszeit der USA beschäftigt. Und ja, war auch ein Buch, wo ich sagen muss, ich habe oft mal ein Kapitel gelesen und es geht relativ flott. Und dann bin ich erstmal eine Runde spazieren gegangen und habe mir eine ganze Weile Gedanken über dieses Buch gemacht. Mache ich das? Will ich so leben? Finde ich das erstrebenswert? Und Benjamin Franklin hat da ja teilweise auch sehr kritische Worte gefunden, wo ich mich dann selber teilweise sehr ertappt gefühlt habe. Fand ich auf jeden Fall ein gutes Buch, ist auch schnell gelesen. Jetzt kommt Buch Nummer 20 und ich muss sagen, mein absolutes Highlight in diesem Jahr ist weder ein Finanzbuch, noch hat es was mit Sozialismus zu tun und ist für mich das Buch des Jahres 2020 mit großem Abstand, und zwar das Buch heißt Broadway statt Jakobsweg von Vince Ebert. Vince Ebert kennen wahrscheinlich die meisten, ist deutscher Comedian, ist Physiker und der ist, ich glaube, 2019 hat das Ganze angefangen, ist er in die USA gegangen, um sich quasi dort auszuprobieren. Also in Deutschland hat er quasi, man könnte fast sagen, alles erreicht irgendwie so ein bisschen und hat halt gesagt, okay, ich wage ein neues Abenteuer, ich gehe in die USA und werde Stand-up-Comedian in New York. Und das ist halt was ganz, 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 ganz anderes für ihn gewesen. In Deutschland natürlich kennt ihn quasi jeder, ist in Öffentlich-Rechtlichen, hat viele, viele Verträge abgeschlossen, ist quasi durch, könnte man sagen, mit dieser Karriere. Und in den USA halt quasi als niemand angefangen, als Stand-up-Comedian in einer anderen Sprache, mit einem anderen Akzent in New York anfangen, war es ist super spannend gewesen. Und dieses Buch geht nicht nur darum, was er da selber erlebt hat, sondern er geht auch sehr viel auf die Vorurteile ein, die man über Deutschland hat, die man über die USA hat. Ja, aber er geht für mich auch, und das ist das, was für mich so faszinierend war, er betrachtet Deutschland halt auch mal aus einer anderen Perspektive. Wenn man Deutschland aus Deutschland heraus betrachtet, dann hat man ein relativ klares Bild. Sobald man aber Deutschland verlassen hat und von außen auf Deutschland guckt, das ist ja das Problem, was ich habe, dann hat man so zwei Seelen in einer Brust, dann schlagen zwei Herzen in einer Brust. Und da geht er sehr, sehr intensiv drauf ein und das halt auf eine unfassbar tolle, humoristische, ist das ein Wort? Keine Ahnung, auf humorvolle Art und Weise.
die mich, ich keine Ahnung, ich habe in diesem Jahr, glaube ich, nie so lauthals lachen müssen über die teilweise Spitzen oder über die teilweise, wo du denkst, ja, echt jetzt. ja, aber er geht auch auf viele kritische Punkte ein. Warum ist Deutschland in der OECD das Land, wo die meisten Akademiker auswandern? Warum ist Deutschland das Land, wo die Bildungselite eigentlich das Land in Scharen verlässt? Und das ist in anderen Ländern, die, also ich sage jetzt mal in Kanada, den USA, Australien, Dänemark, der Schweiz, nicht der Fall. Was unterscheidet Deutschland von den anderen Ländern? Warum geht in Deutschland die Elite oder die Hochgebildeten oder die, die nicht auf staatliche Gelder angewiesen sind, um es jetzt ein bisschen überspitzt zu sagen, und das betrifft mich natürlich auch, da fühle ich mich natürlich auch angesprochen. Also das ist auf jeden Fall für mich das Buch des Jahres gewesen. Absolute Empfehlung, Broadway statt Jakobsweg von Vince Ebert. Dann kommt Buch Nummer 21, auch direkt am Anschluss, Unberechenbar, warum das Leben zu komplex ist, um es perfekt zu planen. Ebenfalls von Vince Ebert, auch ein super spannendes Buch. Hier bin ich auch, ich bin ja nur selber ein Mensch, der, ja, ich habe einen relativ klaren Plan für die nächsten 1 Jahre, 2 Jahre, 3 Jahre, 5, 10, 20 Jahre, und hier wird eigentlich damit aufgeräumt, ja, ist nett, wenn du dir die Gedanken machst, aber funktioniert sowieso nicht. Da habe ich mich auch super oft wiedererkannt irgendwie und habe das jetzt auch in gewissen Teilen für mich übernommen. Meine Ziele 21 werden ein kleines bisschen anders aussehen, als ich es in den letzten Jahren gemacht habe. Jetzt Buch Nummer 22, ich rede schon wieder so lange, das ist der Wahnsinn. Buch Nummer 22 ist The Millionaire Next Door. Habe ich ein extra Video hier auf YouTube gemacht. Wie leben die Millionäre in den USA wirklich? Wer sind die Millionäre in den USA wirklich? Wie wird man wohlhabend? Wie wird man Millionär? Und die wohl größte Erkenntnis davon ist einfach, also dieses Buch ist quasi die Analyse von Statistiken und von Umfragen. Und hier in diesem Fall sind über 200.000 Haushalte befragt worden. Und da ist beispielsweise rausgekommen, die leben super sparsam, sind oft Einwanderer. Die haben ihr Vermögen quasi nie geerbt. Also ich glaube, 84% der Millionäre in den USA sind Selfmade-Millionäre. Und spannend ist, diese Umfrage hier ist irgendwie von, ich glaube, von 1984 oder 86 oder sowas gewesen. Das ist 20 Jahre später nochmal durchgeführt worden. Da waren es immer noch über 80%. Und genau die gleichen Studien sind, also genau die gleichen, diese Fragen, diese Erhebungen sind auch vor 200 Jahren bereits gemacht worden. Und spannend, da war das Ergebnis ganz genau das gleiche, dass 80% der amerikanischen Millionäre Selfmade-Millionäre sind. Also die USA, sie waren vor 200 Jahren das Land der vielleicht unbegrenzten Möglichkeiten, aber heute immerhin noch das Land der Möglichkeiten. Und was ich in diesem Buch eigentlich, wenn man liest, wie die Millionäre oder wie werden die Menschen Millionär in den USA, das ist letztendlich genau das, was Benjamin Franklin in seinem Buch geschrieben hat. Und als ob die Menschen quasi sich nach daran halten, was Benjamin Franklin ihnen vor 250 Jahren mit auf den Weg gegeben hat, finde ich unfassbar faszinierend, mal zu erleben oder zu lesen, wer die wohlhabenden Menschen in den USA wirklich sind und ob das so ist, wie das, was man da regelmäßig in den Medien liest und mitbekommt, ob das eigentlich ziemlicher Kokolores ist. Dann Buch Nummer 23, Sorge dich nicht, lebe, Dale Carnegie. Es gibt für mich zwei Bücher, die muss man einfach gelesen haben, hat nichts mit Börse oder irgend sowas zu tun, und das sind zwei Bücher von Dale Carnegie. Das ist einmal Wie man Freunde gewinnt und Sorge dich nicht, lebe. Klar, klingt wie ein Selbsthilfebuch, ist auch ein Selbsthilfebuch, aber vielleicht das Selbsthilfebuch meines Vertrauens. Absolute Empfehlung, wer die Bücher noch nicht gelesen hat, Sorge dich nicht, lebe und Wie man Freunde gewinnt. 100%ige, uneingeschränkte Empfehlung. Und das letzte Buch in diesem Jahr war Der Antikapitalist, ein Weltverbesserer, der keiner ist, von Thorsten Polleit. Ist ein relativ neues Buch, ist jetzt, glaube ich, erst vor einigen Monaten rausgekommen. Und das passt letztendlich sehr gut zum Anfang des Videos. Wer mal Argumente braucht für Diskussionen mit Leuten, die dem Kapitalismus nicht so zugewandt sind, der findet hier unfassbar viele Argumente. Und da wird mit vielen, vielen Vorurteilen aufgeräumt. Letztendlich, ja, für mich war es, dieses Buch ist oft sehr ein bisschen theoretischer Natur, sag ich mal, hat mich in gewissen Teilen erinnert an Hayek und auch an Bücher zum Beispiel von Markus Krall oder von, Roland Bader. In gewissen Teilen ist halt ein bisschen theoretischer.
Ich finde es eine tolle Ergänzung zu dem Buch Der Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung von Dr. Zietelmann, wo es sich quasi in der Realität angeschaut wird, wo quasi der Kapitalismus und der Sozialismus in der Realität angeschaut wird oder in der Praxis angeschaut wird. Und dieses Buch ist halt eher für den theoretischen Teil. Das heißt wahrscheinlich, wenn man eher mit Akademikern, wenn man eher mit Theoretikern diskutieren möchte, dann ist eher dieses Buch der Fall. So, da sind es schon wieder fast 25 Minuten. Ich werd verrückt. Okay, das waren die Bücher 13 bis 24 aus diesem Jahr. Ich hoffe, für den einen oder anderen ist was dabei. Wie immer, alle Bücher sind in der Videobeschreibung verlinkt und nochmal zusammengefasst. Abschließend kann ich sagen, meine absolute Empfehlung für dieses Jahr, wer es noch nicht gelesen hat, das Buch von Vince Ebert, Broadway statt Jakobsweg. Absoluter Wahnsinn gewesen. Dieses Buch habe ich sehr viel Freude dran gehabt. So, das soll es gewesen sein mit den Büchern für das Jahr 2020. Ich freue mich auf das Jahr 2021. Ich würde mich auch sehr freuen über Literaturempfehlungen. Vielleicht hat der ein oder andere auch eine schöne Literaturempfehlung für mich, was ich das im kommenden Jahr lesen kann. Würde mich sehr über einen Kommentar freuen. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zugucken. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.